Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, ich denke, es gibt kein wichtigeres Thema zu einer Aktuellen Stunde, weil genau dieses Thema Blackout, und wir haben es ja heute in der nicht beantworteten Frage der Bundesregierung zur Frage 7, was Blackout angeht, auch gesehen. Und das ist das, was die Bürger umtreibt, das ist das, was den Mittelstand umtreibt, was die Wirtschaft umtreibt, die Industrie umtreibt. Und dann kommt natürlich noch das verheerende Szenario dazu, was gestern mit dem Sabotageangriff auf Nord Stream 1 und 2 passiert ist. Und das laute Schweigen der Bundesregierung zeugt ja eigentlich davon, dass hier keine Antworten bis jetzt gegeben werden. Und deshalb denke ich, ist es darüber wichtig, dass wir hier in der Plenardebatte auch darüber reden. Zu den Hintergründen und Verantwortung wissen wir aktuell wenig bis nichts. Eines steht fest, es richtet sich gegen Deutschland, gegen unsere Wirtschaft und zeigt auch, wie verwundbar wir sind. In Anbetracht der aktuellen Lage werde ich mich nicht festlegen, einen Schuldigen hier heute zu benennen, wie es bereits der Spitzenpolitiker anderer Parteien Ihrer Fraktion ja bereits gemacht haben. Für die steht ja schon fest, Russland hat seine eigenen Leitungen sabotiert. Und da muss man wirklich die Frage stellen, ob Sie dazu eigentlich auch stichhaltige Beweise haben, bevor Sie solche Behauptungen aufstellen. Und ich weiß hier und heute nur, dass viele Szenarien denkbar, jedoch nur einige wahrscheinlich sind. Lassen Sie mich kurz auf ein paar Fakten eingehen, um sich selbst ein Bild auch machen zu können. Im August diesen Jahres forderte Polens Präsident Andrzej Duda, man solle Nord Stream 2 abreißen. Gestern, nachdem vermeintliche Bilder von austretendem Gas im Internet veröffentlicht wurden, kommentierte der polnische Europaabgeordnete Radosław Sikorski und ehemaliger polnischer Außenminister sogleich auf Twitter: Danke, USA. Und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wird von der Wirtschaftswoche bei der Einweihung einer Kompressorenstation der Baltic Pipe in der Nähe von Stettin zitiert: Die Ära der russischen Vorherrschaft beim Thema Gas geht zu Ende, eine Ära, die von Erpressung, Drohungen und Zwang geprägt war. Damit kann nun norwegisches Erdgas über Dänemark nach Polen fließen. Schon Anfang Februar diesen Jahres kündigte der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, an, sollte Russland die Ukraine angreifen, werde es kein Nord Stream 2 mehr geben. Man werde dem ein Ende setzen. Nord Stream 2 wurde dann auch daraufhin durch den Bundeskanzler Olaf Scholz zum Sanktionsmittel eingesetzt. Die CDU unter Vorsitzenden Herrn Merz, auch sie forderte schon Sanktionen gegen Nord Stream 1 im März. Die FDP-Fraktion war ganz eifrig dabei, Nord Stream 2 auch abreißen zu wollen. Als Beschluss so viel dazu, wie die Unterstützung zum Mittelstand und Wirtschaft aussieht, da muss Ihnen ja wirklich gestern ein Herz aufgegangen sein, meine Damen und Herren. Und zu allem Überfluss muss man sich auch die Frage stellen, die CIA warnte laut aktueller Medienberichte die Bundesregierung bereits im Sommer diesen Jahres, es könnte zu Angriffen auf Pipelines und Unterwasserkabeln kommen. Und da muss die Frage erlaubt sein, wenn das so ist und wenn das so gewesen sein sollte, weshalb haben Sie nicht die Bundesregierung oder die parlamentarischen Vertreter unterrichtet oder zum Beispiel auch den Verteidigungsausschuss? Und weshalb spricht die Vorsitzende Strack-Zimmermann vom schuldigen Russland jetzt schon? Da muss man die Frage wieder stellen, haben Sie mehr Erkenntnisse und warum liegen sie im Parlament nicht vor? Warum schweigen alle Vertreter aktuell der Bundesregierung, wie Bundeskanzler, Wirtschaftsminister, Außenminister, Verteidigungsminister zu dieser Situation? Kann die Sicherheit von Deutschland, und das fragen sich viele Bürger und auch Unternehmer, kann die Sicherheit von Deutschland und Europa noch gewährleistet werden oder folgen Ihrem Wirtschaftskrieg nun kriegerische Auseinandersetzungen in weiteren Teilen unseres Kontinents, Herr Habeck? Ihre Aufgabe als Bundesregierung ist es doch, die kritische Infrastruktur zu schützen. Das ist die Aufgabe der Bundesregierung. Wir fordern deshalb eine schnelle und lückenlose Aufklärung ohne Vorverurteilung. Und wir fordern die sofortige Reparatur, die schnellstmögliche Instandsetzung der Nord Stream-Leitungen. Hier geht es um unser Land und um unsere Bürger. Und wie Sie alle wissen und sehen, werden die Probleme, vor denen wir stehen, immer und immer komplexer. Die galoppierende Inflation, die Stabilität unserer Währung, die fehlende Souveränität in der Energieversorgung. Gerade jetzt sehen wir all diese Probleme, die Sie alle hier in diesem Haus aufgebaut haben. Die Sicherung des Lebensunterhalts vieler Bürger, die nicht abnehmenden Migrationsströme, die noch dazukommen und nun auch noch Angriffe auf die Infrastruktur, ohne die wir eigentlich nicht existieren können. Wir brauchen bezahlbare, verfügbare und grundlastfähige Energieversorgung, auch mit russischem Gas. Und das ist genau das, was unseren Wirtschaft und unseren Wohlstand auch begründet hat. Diesen Motor bringen Sie, werte Bundesregierung, zügig und nachhaltig zum Stillstand. Und deshalb
Sie erklären auch, dass die Lieferung schwerer Waffen in Kriegsgebiete Konflikte beenden würde und machen sich damit eines neuen Stellvertreterkrieges der USA schuldig vor unserer Haustür und auf dem Rücken des ukrainischen, des russischen und wahrscheinlich bald des deutschen Volkes. Und deshalb klären Sie lückenlos diesen Anschlag auf die Gaspipelines 1 und 2. Beenden Sie den wirtschaftlichen Sanktionen, beenden Sie den Wirtschaftskrieg und schaffen Sie Frieden auf dem Kontinent Europa. Vielen Dank.